Herzlich willkommen zum Webinar What's New Inventor 2016 Product Design Suite 2016. Mein Name ist Manuela Zelinka, ich bin im Technical Sales Team bei der Autodesk in München und möchte Ihnen in den nächsten 50 Minuten vorstellen, welche Neuerungen in diese Produkte in Inventor 2016 oder auch in Product Design Suite mit eingeflossen sind. Starten tue ich einfach mal allgemein. Das Packaging, der Suite letztendlich, also wir gehen noch nicht in die Feature-Tiefe rein, sondern schauen uns einfach mal an, wie sind die Pakete der Suite zusammengestellt. Es gibt das Premium, die Product Design Suite Premium, das ist letztendlich ein grundlegendes Werkzeug für Sie, wenn Sie im digitalen Prototypenbereich unterwegs sind, das heißt, wenn Sie 2D- und 3D-Konstruktion benötigen, wenn Sie eine Visualisierung Ihrer Daten haben möchten, einfach ein Design letztendlich erstellen möchten und das auch später noch weiter verwalten müssen oder sollen. Das Datenmanagement ist in diesem Paket auch noch mit dabei in Form von Vault. Dieses Paket ist letztendlich das grundlegende Paket für den normalen Konstrukteur. Also bringt sehr, sehr viel mit, ausreichende Werkzeuge, um auf das 3D-Produkt oder auf das Modell zu kommen. Das Paket Ultimate umfasst ein bisschen mehr, und zwar komme ich dort noch stärker in den digitalen Prototypenbereich rein, wo ich wirklich alles digital habe, also mit unserem Verkabelung, mit der Verrohrung, mit den Hydraulikschläuchen und so weiter, bis zur Simulation dieser ganzen Komponenten oder auch zum Aufbau eines Formwerkzeugs. Hinzu kommt in der Ultimate, dass wir hier auch im Elektrikbereich ein Produkt mit drin haben, das AutoCAD Electrical. Also dieses Ultimate-Paket ist das größte Paket und bringt Ihnen Werkzeuge für Mechanik und Elektrik mit. Sieht dann in Form von Software so aus, dass Sie das Premium-Paket haben, Standard-Paket sage ich jetzt einfach mal, Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Raster Design, Recap, Vault Basic, also das Datenmanagement, Navisworks Simulate, das kleinere Navisworks, 3D Studio Max und Showcase. In der Ultimate kommen 4 weitere Produkte hinzu, oder ja, Erweiterungen für den Inventor, das Professional, sprich letztendlich die Simulation, das Tube and Pipe, die Verrohrung oder das Cabling habe ich hier mit dabei. Genauso haben sie dann hier dann die Elektrik-Komponente mit drin, das AutoCAD Electrical, auch ein weiteres Produkt ist das Alias-Design. Wenn Sie noch stärker in den Designbereich reingehen möchten, haben Sie hier Werkzeuge, die sehr mächtig sind. Ein letztes Produkt hier, das Navisworks Manage, ist der große Bruder vom Navisworks Simulate. Letztendlich ermöglicht Ihnen Navisworks Manage, dass Sie wirklich verschiedene Datenkomponenten aus verschiedenen Systemen zusammenführen können und das nicht nur dann visualisieren können, sondern Sie können es 4D, das heißt auch über die Zeit, abbilden, wie sich letztendlich irgendwo was aufbaut oder dann auch ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, diese Kollisionskontrolle, die ich hier drin habe, wo ich komplett Grenzenanlagen auf Kollision prüfen lassen kann, auch mit Punktewolken. Wir haben zusätzlich zu den Suiten, zu den festen Software-Produkten in der Suite auch Services. Das sind Cloud-Services, die stehen Ihnen als Wartungskunde zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie unter Subscription sind, haben Sie Zugriff. Wenn Sie ein Premium-Subscription-Kunde sind, haben Sie Zugriff auf Rendering, auf das Mockup 360, das Autodesk Remote, das Autodesk Recap 360, Autodesk Fusion 360 und Autodesk Fusion 360 Ultimate, also unsere wirklichen Cloud-Produkte, deshalb immer 360. Je nach Suite-Größe haben Sie verschiedene Zusätze. Vielleicht nur einen Satz am Rande. Sie sehen drüben EOL, also End of Life. Das Inventor Optimization, was wir bis jetzt hatten, im Festigkeitsbereich, dass Sie hier eine FEM-Analyse durchfahren lassen könnten, um Ihr Produkt auf Grund der bestimmten Festigkeit, die gehalten bleiben soll, ermitteln lassen konnten. Also sie konnten es optimieren lassen und der bestimmten Vorausgabe, dass eine Spannung nicht überschritten wird, diesen Service haben wir rausgekommen. Dieses Jahr mit der 2016er gibt es nicht mehr. Das Recap hat sich noch ein bisschen verändert, deshalb habe ich es nochmal speziell aufgeführt. Das Recap für diejenigen, die es schon mal reingeschaut haben, die kennen es sicherlich. Also ich finde es ganz tolle Software, die standardmäßig in jeder Suite mit dabei.
Sie können, wenn Sie hier Punktewolken haben vom Laser zum Beispiel, wenn Sie einen Laserscan durchgeführt haben, haben Sie die Möglichkeit, mit Recap das zu visualisieren. Sie können es also sich anschauen, Sie können es organisieren und Sie können es vorbereiten, um dann diese Daten rüber zu Inventor zum Beispiel zu nehmen, um sie dann oder auch in irgendein anderes System, ob es ein Revit ist oder im Plant-Bereich. Das Recap ist in jeder Suite mit dabei und hilft Ihnen weiter bei Daten, die aus dem Scan rauskommen, also bei Punktewolken, die Sie dann weiter nutzen wollen. Das Recap 360, das ist jetzt dieser Cloud-Service, der hat ein paar Features mehr und auch Zugriff auf dieses Photo 2-3D, nennt sich es jetzt. Das war früher das Recap Photo. Es hat sich ein bisschen verändert und dann hat es noch das Recap 360 Ultimate, hat ein paar Werkzeuge mehr mit drin. Da möchte ich jetzt einfach nochmal kurz mit reingehen in dieses Recap 360 Foto, sage ich jetzt mal, dieses Photo 2-3D. Das konvertiert Ihnen Fotos, die Sie aufgenommen haben, zu Netzmodellen, Mesh-Models oder auch Punktewolke. Sie können letztendlich von jedem x-beliebigen Modell, das Sie haben, Fotos aufnehmen, von rechts, von links, als 360-Grad-View, von oben, von unten, umso mehr Fotos, umso genauer, und können es über einen Cloud-Service letztendlich berechnen lassen, können ein Modell errechnen lassen und können dieses Modell dann später weiter nutzen, um zum Beispiel, sagen wir, Sie machen Eingangsbereich von Ihrem Haus, nehmen Sie auf, Sie möchten ein Vordach dazu, für sowas, wunderbar. Und da gibt es jetzt eben zwei Stufen, bis zu 50 Fotos ist das standardmäßig drin. Und wenn Sie in den Ultramodus gehen, das heißt, mal ein höheres Ergebnis erreichen möchten, qualitativ höherwertiges, dann brauchen Sie natürlich auch mehr Fotos. Und da heißt es aber auch, dass wir hier 5 Cloud Credits pro Job abrechnen. Gut, gehen wir weiter. Und zwar haben wir das Allgemeine uns mal angeschaut, was hat sich in der Suite-Bereich verändert. Gehen wir in unseren Kernprodukt rein, den Inventor 2016. Auch da haben wir natürlich Veränderungen gemacht. Ist natürlich wichtig, das ist wie gesagt unser Kernprodukt. Dort fließen viele Wünsche der Kunden mit ein, viele Ideen und natürlich von uns auch neue Punkte, die wir sagen, das wird notwendig oder auf das wollen wir uns fokussieren. Und so haben wir heuer wieder bestimmte Bereiche definiert, auf die wir uns fokussieren. Das sind unter anderem die Prozesse, die wir optimieren, verbessern oder erweitern auf Basis Ihrer Rückmeldungen. Und wir wollen noch stärker in den Bereich reingehen, dass wir Anwender und Daten miteinander verbinden. Wir nennen es hier einfach mal, wir fokussieren uns auf das Connected Design. Sie haben sicherlich jetzt sehr häufig gehört, auch mit der HMI, die Rückmeldungen Industrie 4.0 heißt letztendlich Connected. Alles ist connected, alles wird verbunden, der Roboter wird mit dem Lager verbunden, es steht nichts mehr für sich alleine. Und auch da wollen wir diesen Weg gehen, es macht auch Sinn, dass man verbindet nicht nur Anwender mit Anwendern, sondern auch Daten mit anderen Daten oder Anwender mit Daten. Und da haben wir verschiedene Workflows hier in 2016 definiert. Gut, dann starten wir mal rein in den Inventor. Wir haben in Inventor jetzt ein Inventor Home. Diejenigen, die schon mit 2015 arbeiten, kennen das schon. Das war schon, ich sag mal, im ersten Schritt schon letztes Jahr mit dabei. Wir haben die Möglichkeit im Inventor Home, das ist so mein Startbildschirm, auf Vorlagen zuzugreifen. Wir haben Möglichkeit zuzugreifen auf Projekte. Wir haben Shortcuts drin. Wir haben unsere zuletzt verwendeten Dokumente, alles im direkten Zugriff drin. Und das sind dann für mich Möglichkeiten, die mir als fortgeschrittenen Anwender wirklich Vorteile bringen, die aber auch jedem Anfänger schon bereits zur Seite stehen, damit man schneller starten kann. Sollen wir uns einfach mal kurz anschauen. Sie sehen jetzt hier, dieses Home ist aufgeteilt. Ich habe drei Bereiche. Ich habe links oben die Templates, die Vorlagen. Ich habe rechts meine Projekte mit den ganzen Informationen. Und im unteren Bereich habe ich die zuletzt verwendeten Dokumente. Ich kann direkt drauf zugreifen auf die iProperties. Ich kann mir hier drin die iProperties anschauen, ohne dass ich die Datei öffne oder im Explorer angreife. Ich habe Zugriff auf bestimmte definierte Ordner und habe hier natürlich verschiedene Filtermöglichkeiten, um die zuletzt verwendeten Dokumente mir anzeigen zu lassen. Des Weiteren wird dies natürlich alles noch unterstützt mit der Vault-Funktionalität. Ich habe hier
die Definition oder die Möglichkeit, mir einen Filter zu setzen, was ist ausgecheckt für mich, was ist die neueste Version. Also es ist wirklich direkt verbunden mit dem Vault. Und das ist die Veränderung zu 2015. Wir haben es tiefer integriert und wir haben es noch mehr verfeinert, dass es wirklich sehr sauber von der Hand geht und viele Werkzeuge drin sind. Sauber von der Hand gehen, dazu ist natürlich eine schöne Benutzeroberfläche notwendig, wo ich mich gut zurechtfinde, die mich optisch anspricht, wo ich gut damit klarkomme. Und wir haben jetzt in 2016 den Hintergrund zum Beispiel geändert. Sie sehen links oben den Hintergrund, der bis jetzt da war. Rechts ist der neue. Also 2016, da hat ein bisschen einen helleren Hintergrund. Das Modell ist ein wenig besser ausgeleuchtet. Das Highlighting der Geometrie, wenn Sie es anklicken, hat sich verändert, wird besser hervorkommen, erkennt man dann besser. Dann sind nur Sachen in den visuellen Stilen mit dazugekommen. Das heißt, wenn Sie hier ein Rendering, ein Raytracing durchführen, haben Sie weitere Szenen, die Sie nutzen können, die dann auch später geladen werden. Und was aus meiner Sicht auch schön ist, wir gehen wieder ein bisschen zurück. Wir haben hier oben in den Ribbons wieder ein bisschen aufgeräumt oder nicht aufgeräumt, sondern wieder einen Schritt zurück gemacht. Wir haben vieles versteckt im letzten Jahr, wo man dann gleich wieder gefunden hat, und wir sind wieder im Ribbon-Bereich, dass die Befehle alles direkt und schneller im Zugriff stehen, so wie wir es auch zum Teil gewohnt waren, dass nicht so tief versteckt ist. Wenn wir nochmal kurz reingehen in diesen visuellen Bereich, was wir gerade schon gesehen haben, dass es optisch ein bisschen besser ansprechend ist, da fällt dann auch die Visualisierung selber mit rein. Die Raytracing-Geschichte, die wir direkt bereits in Inventor schon mit drin haben, wo wir Szenen setzen können, die berechnen lassen können. Und da haben wir jetzt einfach mehrere Szenen mit drin, die dann auch wieder diese Berechnung kombiniert werden kann mit Inventor Studio. Und wenn wir rechnen lassen, dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine bestimmte Szene, bestimmte Umgebung, das heißt, ich habe eine bestimmte Ausleuchtung und einen bestimmten Hintergrund, den ich hier auswählen kann und der dann auch dementsprechend geladen wird. Sie können selber Hintergrundbilder mit eingeben, mit anlegen. Und das Tolle, rechts unten sehen Sie es jetzt, ich habe den Prozess nochmal im Zugriff, das Raytracing, ich sehe, was passiert, ich kann es von dort gleich sagen, ich möchte es jetzt speichern, ein bestimmtes Bild, ein Bitmap raus speichern, oder ich möchte es jetzt stoppen, ich möchte eine Pause, weil ich irgendwas feststelle, dass es nicht ganz passt. Oder bis zu dieser Stufe gefällt es mir schon gut. Oder ich breche es komplett ab. Also Sie haben mehr Zugriff auf dieses Raytracing. Sie müssen jetzt nicht, wenn Sie das definiert haben, Sie lassen es rechnen und stellen fest, war dann doch nicht ganz richtig, die Schatten stimmen nicht ganz, dass Sie dann sagen, ich muss einmal durchlaufen lassen. Sondern Sie können hier wirklich das zeitlich begrenzen, iterativ begrenzen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder Sie definieren es dann selber, dass Sie es abbrechen. Und sagen, bis zu dem Stand ist gut und weiter braucht man gar nicht rechnen. Und das sehen wir jetzt hier, das ist ein schönes Bild mit Spiegelungen, auch verbunden mit Inventor Studio dann. Gut. Gehen wir weiter. Dokumentation. Dokumentation ist ein großes Thema in 2016. Wir haben uns Gedanken gemacht zum Bereich der Drawing. Was können wir hier verbessern? Wo können wir den User unterstützen, dass es schneller von der Hand geht, dass er mehr Möglichkeiten hat? Und somit sind wir jetzt im Bereich gelandet, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Modell habe und dieses Modell möchte ich dokumentieren, möchte eine Zeichnung machen, dann kann ich aus dem 3D-Modell raus, Sie sehen es jetzt hier mit der rechten Maustaste auf dem Browser, die Zeichnung anstarten, ich wähle meine Vorlage aus, ich definiere, wo meine erste Ansicht liegen soll, ich kann die Skalierung aufziehen, also den Maßstab gleich ziehen, er geht hier in bestimmte Rastergrößen, die hinterlegt sind, Sie können aber mit Steuerungstaste auch einen x-beliebigen Maßstab reinfahren, wie Sie es wollen, und das Schöne aber auch, Sie haben jetzt hier den Cube, wie Sie es aus dem 3D kennen, und können dann dementsprechend die Ansicht ausrichten. Also es geht sehr flüssig von der Hand, und bringt Ihnen hier wirklich Zeitersparnis. Sie müssen immer zurückwechseln. Hinzu kommt dann, wenn die Ansichten soweit definiert sind, dass dieses weitere Ausdokumentieren verbessert wurde, erweitert wurde. Zum Beispiel mit der Transparenz für Komponenten. Sie können Komponenten dann transparent schalten. Sie können Ihre eigenen
stücklöschen Symbole, wenn Sie welche definiert haben, im Stil mit hinterlegen oder auch das Autoballooning, wie wir es hier oben sehen, wurde ein bisschen umgestaltet, dass er nicht irgendwo hinspringt, sondern dass er am Modell dranbringt, bleibt, also näher an der Geometrie letztendlich liegen bleibt. Die Textverarbeitung oder Textbearbeitung generell, wenn Sie Texte setzen, ist erweitert worden um Funktionalität, die ich aus Word auch kenne, dass es wirklich Ihnen bekannt vorkommt. Sie können ein Bulleting haben, also eine Aufzählung mit Punkten oder mit Vierecken vorne dran, Strichen, wie Sie es wollen, haben also bestimmte Formatierungsmöglichkeiten und alles, was Sie machen, wird in Realtime gleich auf der Zeichnung mit angezeigt. Also Sie sehen es auch von der Größe, wie es im Verhältnis passt. Und ein großes Highlight aus meiner Sicht ist, dass da eine Veränderung gekommen ist, dass die Symbolbibliothek jetzt extern liegt. Das heißt, die Symbole, die ich ja definieren kann, liegen nicht mehr im Template mit drin, sondern die können extern liegen und ich kann es außer dieser Symbolbibliothek einfügen und kann es da drin auch wieder zurückspeichern. Ich kann also auch x-beliebige Zeichnungen aufmachen, die schon älter sind und über die Symbol-Library mir ein Symbol reinholen, das ich jetzt dieses Jahr definiert habe, ohne dass ich es hin und her kopiere. Ein Satz noch. Sie sehen hier oben rechts sehr viele kleine Fensterchen. Da sind einige Punkte drin und da möchte ich Sie darauf hinweisen. Das wird Ihnen jetzt in den folgenden Folien mehrfach begegnen. Das sind genau diese Inputs aus der Idea Station. Das heißt, man sieht es zum Beispiel transparent, das Bauteil, die Option, dass man transparent schalten kann in der Drawing. Das sind 179 Kudos da. Das heißt, 179 haben dafür gestimmt. Oder auch Drawing Symbol Library. Sind, dass man das wirklich irgendwo zentral ablegt, sind 90 Stimmen dafür da. Oder ein Drawing Text Editor. Das sind letztendlich Rückmeldungen von Ihnen, vom Kunden gewesen, wo Sie selber eingeben können und wo dann dementsprechend jeder Anwender drauf seine Bewertung abgeben kann. Ja, genau das brauche ich auch. Also nutzen Sie das auch. Sie werden sehen, dass, da gucken wir wirklich drauf. Unsere PMs schauen rein, was ist alles drin und gehen dann her und definieren für die weiteren Software-Releases. So, Präsentationen. Die Presentations gibt es schon immer in Inventor, schon lange. Und da ist jetzt was passiert oder da hat man wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar in dem Bereich, dass man wirklich diesen Manipulator, den wir gehabt haben, überarbeitet hat. Der war doch ein bisschen träge und ja, old fashioned, sage ich jetzt einfach mal. Ist nicht so einfach von der Hand gegangen, damit zu arbeiten. Da haben wir jetzt einfach wieder das überarbeitet, dass man dann wirklich schneller jetzt so eine Präsentationsansicht gestalten kann. Man kann über Windows Select die Bauteile auswählen, die ich wegfahren möchte. Ich kann es über einen Filter definieren, die weg sollen. Ich kann diese Pfade einzeln setzen. Ich kann die Pfade definieren, wie sie sein sollen. Ich kann sie weglöschen, ich kann sie dazu nehmen. Und vor allem ein wichtiger Punkt noch, der schon über Jahre gewünscht wurde, ist, dass diese Presentations natürlich assoziativ sind zu Design-Views und zu Darstellungen. Das heißt, wenn ich eine Baugruppe nutze, einen bestimmten Design-View oder bestimmte Darstellungen, dann war die halt so, wie ich sie da reingeladen habe zu diesem Zeitpunkt. Hat sich was geändert, kam diese Änderung nicht durch. Und das ist jetzt mit der 2016er weg, sondern wir sind hier wirklich durchgängig assoziativ. Es sind ein paar schöne kleine Feinheiten drin. Aus meiner Sicht geht es jetzt um einiges einfacher, so eine Präsentation zu erstellen, macht mehr Spaß. Genauso viel Spaß macht das Part Modeling. Wir haben ja letztes Jahr schon den ersten Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt eine Parametrik, gibt es in jedem 3D-System, modernen 3D-System und die haben wir ja auch standardmäßig schon lange dabei. Aber wir gehen auch noch den Weg von der direkten Editierung und zur Freiform hin noch, dass wir hier Werkzeuge haben. Also letztes Jahr wurden die ersten Schritte oder die ersten Bewegungen in die Richtung gemacht, direktes Modellieren und in die Freiform. Und in diesem Jahr haben wir hier weiter dazu gelegt. Wenn wir uns das einfach mal anschauen, ich habe so einen Stabmixer. Wir haben hier unten eine Regelgeometrie, das ist zum Beispiel ein ganz normaler Rotationskörper, parametrisch aufgebaut. Rotationskörper, dem ich eine Verrundung anbringe, also ein Feature, wie ich das haben möchte, wie ich es brauche. Kennen Sie, wenn Sie mit Inventor arbeiten. Brauchen wir noch hier unten
Ausbruch für das Messer. Und jetzt wird es interessant. Jetzt im oberen Bereich, da komme ich in eine ergonomische Form rein. Das heißt, ich brauche eine organische Form. Das ist nicht mehr ein Regelkörper, sondern ich muss jetzt hier zum Beispiel eine Anpassung bringen, dass ich es sauber in der Hand liegen habe, dass es passt. Und da gehen wir in den Freiformbereich rein. Wenn wir uns das einfach mal ein bisschen näher anschauen, der Vorteil ist natürlich, dass wir diese Modelliertechniken alle miteinander kombinieren können. Wenn wir hier zum Beispiel diesen Stabmixer mal nehmen, wir haben hier unten Geometriedaten, die, ja, die folgen eigentlich einer Regelgeometrie. Ich habe hier einen Rotationskörper, kann hier eine Verrundung mit aufbringen, muss dann später noch Ausbruch, Durchbruch machen, um das Messer sauber setzen zu können und nutze hier einfach Extrusionen, Rotationen und so weiter. Im oberen Bereich wird es jetzt interessanter. Dort muss ich bestimmte Geometriedaten erhalten, ergonomische Geometrien erhalten, wo ich dann später meine Hand, meine Finger besser anlegen kann, wo ich einfach mehr eine organische Form ausbilden möchte. Und dazu nutze ich jetzt die T-Splines. Die T-Splines sind in 2016 um Flächen erweitert worden. Das heißt, ich kann über Flächen T-Splines-Geometrien aufziehen, T-Splines-Flächen sozusagen, kann das dementsprechend anpassen. Also es sind schöne Werkzeuge, ganz einfache Anpassungsmöglichkeiten. Ich kann jeden Punkt dieser T-Spline-Körper oder Flächen editieren, bearbeiten, in die Position ziehen, wie ich es möchte. Hierdurch habe ich jetzt eben meine Ebene oder meine Fläche aufgebaut, die ich in der Außenhaut haben möchte. Setze oben eine ganz normale Flächenfunktion von Inventor an, die ich dann mit meiner T-Splines-Fläche in der Art kombiniere, dass ich ein Sculpt-Feature nutze, das Form-Feature, und damit eben ein Volumen erzeuge, ein Volumen, das ganz normal weiter bearbeitet werden kann, wie ich es gewöhnt bin. Eine Wandung rein, eine Rippe rein, einen Befestigungsdom drauf, dass ich eben letztendlich ein Kunststoffbauteil erhalte. Das Schöne ist jetzt hier, was wir jetzt gerade noch gesehen haben, ändere ich was an der parametrischen Geometrie, was ja natürlich häufiger der Fall ist, dass ich jetzt den Durchmesser dieses Stabes unten verändert habe, dann passt sich oben auch mein Griff an. Die Geometrie geht mit. Auch das ist schon 2016 erweitert worden im Freiformbereich, dass ich hier eine Assoziativität mit drin habe. 2016 bringt also einige Features mehr im Freiformbereich mit dazu. Wir haben also wirklich spezielle Befehle bekommen. Sie haben einen ganz eigenen Rippenbereich für Freiform. Da sind Funktionen dabei, die Sie eben dann hier nutzen können, unter anderem offene Flächen, die Sie definieren können, ändern können. Sie können Flächen löschen, Sie können sie sehr, sehr einfach bearbeiten. Sie sehen es, nein, dann auch, ich nehme die Fläche oder die Kanten, gehe her, mache ein Edit drauf und ziehe es dann an meinen Steuergeometrie oder meinen Steuerknüppel, sage ich jetzt einfach mal, in meinem Gizmo nach oben, so wie ich es jetzt benötige, kann noch weitere Optionen setzen, wie es aussehen soll, und erhalte dann eigentlich sehr schnell eine Oberfläche oder eine Fläche, die ich unter normalen funktionalen Funktionen, die ich in Inventor kenne, sehr umständlich erzeugen müsste. Schöne Funktionen, die wir jetzt auch in 2016 dazu bekommen haben. Ich kann jede beliebige Regelgeometrie in eine T-Splines-Fläche konvertieren. Also wir haben jetzt einen Rotationskörper gehabt. Ich gehe her und sage, konvertiere mir das in T-Splines, kriege dann dementsprechend mein Gitter drüber und kann es editieren. So haben wir eben jetzt Fläche einsetzen, Flächen löschen, Flächen aufbauen, Kanten anpassen. Wir haben es vorhin schon gesehen beim Stabmixer. Ich kann auf eine Kante drauf zugehen, sie dort anpassen und ich kann sie auch wieder rematchen. Das heißt, wenn sich die Basisgeometrie ändert, sage ich, sei assoziativ und gehe wieder mit, wenn sich was verändert. Ich kann es verbinden wie jetzt hier, ich kann es blätten, ich kann es runterziehen auf eine bestimmte Ebene, ich kann es aufdecken, klar. Und das ist eben auch dieses Werkzeug, wenn ich mal mit Flächen nur geschafft habe, dass ich wirklich dann auch einen Volumenkörper noch weiter bekomme. Also viele, viele Möglichkeiten. Wir sehen jetzt hier, dass man es auf eine Ebene rüberschiebt, dass der Punkt dann auf eine Ebene liegt, um das auszurichten. Und das genau im Raum definieren kann. Jetzt haben wir glaube hier genau das Blätten, dass ich es wirklich hier die ganze obere Fläche ziehe ich auf eine bestimmte Ebene oder ja, Bereich runter, dass es parallel wird. Also viele, viele Werkzeuge in 2016 Freeform, die wir bisher nicht hatten, aber jetzt mit diesen Funktionen, die
die die Freeform-Geschichte sehr, sehr mächtig machen und sehr umfangreich, aber auch einfach zu handhaben. Das war von uns auch immer das Ziel, dass man diese Funktionalität sehr einfach bedienen kann. Sie sehen es ja, ich gehe drauf auf die Geometrie, auf den Punkt, rechte Maustaste oder oben Edit Form und habe dann hier meine Werkzeuge, wo ich das angreifen kann, ziehen kann, skalieren kann, verschieben kann und so weiter. Also diejenigen, die es interessiert, da gibt es sehr viele Informationen auf unserer Webseite zu der Freiformgeschichte oder fragen Sie einfach mal beim Partner nach. Der zeigt Ihnen sicherlich auch gern diese Freiform-Funktionalität auf. Nochmal zur Wiederholung, wo ich eigentlich auch die Stärken im Moment oder sehe, dass mit 2016 funktionieren jetzt generell eben Flächen im T-Splines-Bereich. Ich kann jede x-beliebige Regelfläche, sage ich mal, in der T-Splines-Fläche editieren, wie hier oben rechts jetzt zu sehen ist, dass wir hier dann wirklich ein Netz drüber legen und kann es frei verändern, anpassen, wie ich es brauche. Und wir haben hier die Möglichkeit, dass wir assoziativ zur Regelgeometrie bleiben. Ich als Maschinenbauer hatte ja immer eine Vorgabe, ich brauche hier einen Durchmesser von 200 oder 225 und das sollte die Freiformgeschichte auch in bestimmten Randgeometrien natürlich folgen. Ich muss dort bestimmten Bereichen diese Maße einhalten. Und das haben wir jetzt eben dazu bekommen und das macht es dann eben auch sinnvoller, das einzusetzen. Unten sehen wir dann eine Funktion, auch schön eine Bridge, eine Brücke. Hier Geometrie, hier eine Geometrie und dann bauten wir diese T-Splines, diese Freiformgeschichte automatisch eine Verbindung mit auf. Formschräge. Inventor besitzt schon immer das Werkzeug Formschräge, nur war es zum Teil umständlich und nicht immer möglich, die richtige Formschräge hinzubekommen, die ich benötige. Wir haben komplett diese ganze Formschräge-Funktionalität überarbeitet. Wir haben mehrere Optionen mit dazu gebracht. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Kanten jetzt festhalten, dass wir Material hinzufügen und somit können wir viel, viel schneller mit wenigen Arbeitsschritten, wo wir vorher von mir aus 10 oder 15 Arbeitsschritte benötigt haben, um eine Formschräge definieren zu können, können wir das jetzt zum Teil mit einem Feature durchführen, weil wir hier verschiedene Möglichkeiten jetzt in 2016 mit drin haben. Kurve Oberfläche, da haben wir noch einen Bereich mit Silhouettenkurven. Kennen Sie, wenn Sie damit gearbeitet haben, planare Flächen wurden im Moment sauber mit eingeschlossen und die Innenflächen, also auch da haben wir weitere Funktionserweiterungen mit dazu bekommen. Dann gibt es einen neuen Befehl, der nennt sich gesteuerte Flächen, da kann ich tangentiale Flächen anbringen oder normale Flächen dazu oder wirklich Kante normal lang sweepen. Das ist mehr im Flächenbereich, wenn ich hier mit Flächen mein Modell aufbauen möchte. Direktes Editieren haben wir letztes Jahr dazu bekommen, also wo ich wirklich hergehen kann und sagen, ich mache jetzt einfach mal diese Fläche, ziehe ich 30 mm raus oder diese Rippe verrutsche ich um 20 mm in diese Richtung, ohne dass ich gucke, wo das in der Skizze definiert ist. Und dieses direkte Editieren hat jetzt ein Werkzeug dazu bekommen, das Skalieren. Ich habe also jetzt ein Skalieren in Inventor über das direkte Editieren, mit dem ich gleichmäßig skalieren kann. Ich kann aber auch X, Y, Z Richtungen definieren. Und das ist alles parametrisch. Man sieht es jetzt hier unten auch nochmal, was Sie hier definieren. Das können Sie jederzeit wieder anwenden. Also Sie können nicht, Sie skalieren nicht und dann haben Sie ein skaliertes Modell und können nichts mehr machen, sondern der Skalierfaktor ist genauso ein Parameter wie jeder andere Wert in Inventor. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Hier habe ich es jetzt nochmal aufgeführt. Altes Ribbon Layout ist zurück. 2015 war hier sehr gewöhnungsbedürftig. Das Create oder das Modify, also das Erzeugen oder das Bearbeiten. Diese Befehle, viele Befehle sind hier in den Bereich reingerutscht. Ich habe dann diese Befehle nur noch gefunden, wenn ich hier reingegangen bin. Jetzt haben wir sie wieder rausgenommen. Das heißt, ich habe einen direkten Zugriff drauf. Ich sehe es gleich, wie zum Beispiel das Delete Face. Das war früher dann dort drin, ich habe es nicht mehr gefunden, auf Anhieb und andere Befehle. Und so sind sie wieder im direkten Zugriff und für den User schneller ersichtlich und auch auswählbar. Eine weitere große Geschichte von Inventor 2016 ist der Blechbereich.
und zwar Multibody für Blech. Das heißt, Sie kennen es vielleicht, Inventor unterstützt hier Multibody-Funktion. Das heißt, ich kann verschiedene Volumen definieren innerhalb eines Bauteils, kann daraus dann auch eine Baugruppe erstellen. Und diese Funktionalität ging bisher im Blechbereich nicht. Jetzt mit 2016 können wir aber auch Blechflächen, Konturlaschen im Blech, Konturrollen, Übergangslaschen oder auch wenn ich was auftrenne, auf einen Volumenkörper anwenden. Also ich kann eine Blechbox aufbauen, die eben aus der Box selber mit dem Deckel besteht, aber innerhalb eines Bauteils aufbauen als Multibody und dann später da draußen eine Baugruppe erzeugen. Multibody wird also komplett für die ganzen Blechfeatures supported. Ich kann auch die Laschen, die Eckverbindungen, Falz, Biegungen und so weiter, überall dort wird der Multibody mit unterstützt. Auch hier sehen Sie rechts oben Anforderungen von vielen Kunden. Im Sheetmetal-Bereich haben wir auch noch eine kleine Änderung dabei. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, den Biegeradius auf 0 zu setzen. War bisher nicht möglich. Seit letztem Jahr konnten wir Blechteile mit Biegeradius 0 importieren und sie nutzen, also aufmachen. Jetzt seit diesem Jahr können wir selber hier auf 0 gehen. Ist zum Beispiel interessant, wenn wir eine Kartonage falten oder so. Dort benutzt man einen Biegeradius von 0. Was auch schön wurde, wenn ich ein Bauteil aufgebaut habe und es dann erst in einem Blech wandle, ohne dass ich zuvor schon mit einem Blechtemplate reingegangen bin und ich wandle es dann in Blech und dann kontrollierte Klammer, ob ich eine gleichbleibende Dicke drin habe. Und wenn er sie findet, dann liest er sie auch gleich aus. Also er erkennt dann gleich automatisch, oh, das sind 2 mm oder 2,5 und setzt dann die Blechstärke auf diesen Wert. Genauso, wenn Sie im Blechbereich arbeiten und auf die Abwicklung schalten und dort drin eine Änderung machen, bekommen Sie einen Hinweis vom System, dass Sie jetzt in der Abwicklung ändern und dass dieses dann nicht zurück aufs Blechmodell selber geht. Baugruppenmodellierung. Auch da haben wir eine Änderung oder haben wir ein paar Feinheiten dazu bekommen, die einfach aus meiner Sicht das Leben auch erleichtern, die schöner geworden sind. Gerade Kollisionskontrolle in Inventor war manchmal ja nicht so schön Hand zu haben. Ich musste alles einzeln anklicken. Jetzt habe ich eine Fensterauswahl und dann habe ich oft ein Ergebnis gehabt und konnte es aber nicht wirklich visualisieren. Ich wusste nicht, wo das ist. Ich habe jetzt hier ein besseres Highlighting dieser Kollision bekommen und ein Zoom-in in diesem Bereich, dass ich es genau erkenne. Genauso das Baugruppenmuster über die Mitte haben wir dazu genommen. Das heißt, ich kann nach rechts und links mustern. Und auch schön, auch das eine Anforderung von den Anwendern. Dieses anderes Auswählen oder im Browser finden sind Befehle, die ich häufig benötige. Klar kann ich sie mir auf mein Gestenmenü auf der rechten Maustaste legen und habe sie dann auch schnell im Zugriff. Aber schöner ist es, oder viele haben sich auch gewünscht, dass sie einfach eine Tastenkombination haben. Also somit haben wir jetzt Steuerung Alt für anderes Auswählen und Steuerung B für den Browser finden. Gut, das so zu eigentlichen Features, die über Anregungen von Ihnen eben eingeflossen sind. Dazu möchte ich Ihnen jetzt aber auch nochmal aufzeigen, Ihr Kundeninput, also Ihr Input ist sehr wichtig. Man sieht jetzt hier, 2014 sind 9 Sachen damit eingeflossen, die von Ihnen zurückgemeldet wurden. 15 waren es 21 und jetzt in 2016 sind wir auf 32 Vorschlägen, Verbesserungsvorschlägen eingegangen und haben die realisiert und mit eingebunden. Also das ist letztendlich diese Idea Station, die Inventor Idea Station, es gibt es ja fast für jedes Produkt von der Autodesk, diese Idea Station. Nutzen Sie die wirklich rege, bringen Sie Ihre Ideen dort rein und schauen Sie, dass auch dafür gewotet wird. Weil hier schauen wir, wie vorhin schon erwähnt, die Entwicklung schaut hier rein und schaut, was wird gefordert, was ist interessant, was können wir so schnell wie möglich verwirklichen. Hier sind unter anderem natürlich aber auch von der Anwendung generell Sachen noch mit dabei. Verbesserung im Arbeiten mit mehreren Monitoren ist überarbeitet worden. Man kann es besser docken oder anhängen und das Kontextmenü bleibt immer im Vordergrund. Und ein Punkt, das sieht jetzt hier so harmlos aus, aber ich denke, das ist etwas, was viele, viele Kunden lang drauf gewartet haben, ich auch, dass man einfach auch mal eine Operation abbrechen kann. Man weiß,
er schafft es nicht, aber ich möchte ihn einfach dann jetzt auch stoppen und nicht davor sitzen und warten, bis er dann mir die Meldung bringt, dass es nicht geht, sondern ich mache einen Escape. Und das haben wir jetzt mit 2016 drin. Ich kann wirklich die Berechnung, die Funktion abbrechen. Gut, eine Kleinigkeit noch. Die Fensteranordnung, schneller Zugriff, haben wir rechts unten jetzt drin, dass ich sagen kann, alle Fenster nebeneinander oder untereinander, kann ich schnell dementsprechend definieren. In der Skizze haben wir noch Änderungen mit drin. Ich kann tangentiale Bemaßungen setzen zwischen Kreisen und Kreisbögen. Dann die Skizzenabhängigkeit bleiben, dauernd bestehen, also die Darstellung, ob ich es ein- oder ausgeschaltet habe. Wenn ich es einmal eingeschaltet habe und ich zeichne weiter, dann kommen immer die Skizzenabhängigkeiten, werden dann immer eingeblendet. Die Skizzenbemaßungen selber haben wir jetzt auch gezielt greifbar gemacht in der Objektsichtbarkeit. Wenn ich eine Skizze habe mit Maße drin, dann kann ich über Ansicht, Objektsichtbarkeit, kann ich nur die Bemaßungen aus der Skizze herausnehmen, wegblenden. Nochmal was in der Skizze, also auch da ist einiges passiert für die Skizze oder in der Skizze. Für mich lange ersehnt und endlich dabei. Ich kann jetzt gezielt rausfinden, auf welcher Ebene oder welcher Fläche habe ich denn diese Skizze gemacht. Manchmal ist es nicht ganz erkennbar oder ersichtlich, wo ich eigentlich drauf bin, und ich kann jetzt fragen, wo liegt es drauf? Und dann leuchtet er mir diese Ebene oder diese Fläche aus. Genauso, wenn ich was projiziert habe, zeigt er mir die Ursprungsgeometrie an. Das sind zwei Sachen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind. So Eltern-Kind-Beziehung, wo komme ich denn her, wo ist denn dein Elternteil? Dann noch kleine Feinheiten. Wir haben neue Fangpunkte noch mit dazu bekommen. Endpunkte, offensichtliche Schnittpunkte, Quadranten, Tangentenpunkt oder zwischen zwei Punkten. Dann Feinheiten in den Dialogboxen. Auch das ist manchmal ärgerlich. Man zieht sie sich größer und die springt wieder zu. Jetzt werden die Dialogboxen der Projekte von Pack and Go oder Umgrenzungsfläche in Bauteilstücken, sind Symbole oder F von X. Die Größenanpassungen werden gehalten und er merkt sich's in der Sitzung. Solid Multibody, die einzelnen Solids haben wir heute schon mal angesprochen im Blechbereich. Die funktionieren ja schon immer im normalen Partbereich, haben aber nur Einschränkungen gehabt beim Spiegeln und beim Kopieren. Beim Mustern sozusagen. Ich konnte nicht mehrere Solids mitnehmen, sondern ich musste schrittweise ausführen. Und das haben wir mit 2016 jetzt hier erledigt. Das heißt, ich habe jetzt den Musterbefehl oder auch den Spiegelbefehl, mehrere Solids mit einem Schlag kann ich das durchführen. In der Baugruppe selber haben wir auch nochmal die Usability erhöht in der Art, dass wir wieder den Stücklistenbefehl wieder zurück in den Assembly-Tab genommen haben, also wieder direkt dort oben, wo wir auch gehabt haben. Dann im Content-Center-Bereich haben wir neue Inhalte mit dabei und auch Korrekturen natürlich. Unter anderem ist die maximale Länge für das Stahlprofil abgedatet worden. Die Komponente ersetzen unterstützt jetzt auch eine Mehrfachauswahl. Und schön, der Skizzendoktor, der zeigt mir ja, wo die Fehler drin sind und erlaubt mir dann, dass ich da reingehe, editiere und jeden einzelnen Fehler überarbeite und korrigiere. Oder jetzt im neuen 2016, ich kann sagen, komm, schmeiß mir alle kranken Beziehungen raus, bevor ich da mich durchwurschtel und finde, wo es eigentlich krankt. Rohrleitungsbereich haben wir hier noch, Bauteilnummer kann hergenommen. Für die Bauteilnummer kann es aus dem Content Center rausgenommen werden oder der Bauteilname wird verwendet oder er bleibt eben leer. Die Fittinge können als benutzerdefinierte Bauteile eingefügt werden. Also auch dort kann man nochmal eingreifen. Das sind so Kleinigkeiten, die häufig mit dem Piping Tool arbeiten, wissen genau, wo das ihnen weiterhilft. Skizze oder Zeichnung haben wir heute schon einiges gesehen mit dem Texteditor und so weiter, und das ist schon weitergegangen. Wir haben Ausrichten der Texte mit Führungslinien, geht jetzt, wir können das Drehen der Texte. Wir haben den Maßstab der ersten Ansicht im Zeichnungskopf und wir können innerhalb der Zeichnung auch Arbeitspunkte und Ebenen in die Zeichnungskizzen projizieren, was für sehr nett ging, manchmal aber notwendig war. Ein neuer Bestandteil der Product
Product Design Suite 2016 ist der Electromechanical Exchange, EMC genannt. Was steckt dahinter? Sie wissen es, vielleicht haben Sie es letztes Jahr schon beobachtet oder haben Sie es auch schon im Einsatz. Inventor und AutoCAD Electrical können jetzt schon enger miteinander seit letztem Jahr. Die AutoCAD Electrical Seite besitzt ein 2D-Schema der Symbolbibliothek und Autodesk Inventor hat dafür die 3D-Bauteile-Baugruppe. Also wir haben hier schon gemeinsame Bibliotheken, auf die wir zugreifen und haben schon somit eine gemeinsame Basis geschaffen. Mit 2016 haben wir jetzt One Design, Elektrik und Mechanik wird verbunden. Das heißt, ich habe hier die Verbindung bisher schon gehabt über die Bibliothek, musste aber von Hand Datenaustausch stattfinden. Also ich musste, also wenn ich mir Electrical was geändert habe, musste ich das auslesen, musste den Inventor wieder frisch einlesen, damit ich dann meine Verbindungen, meine Kabel setzen konnte, meine Drähte und andererseits genauso rückwirkend Inventor auslesen, den Electrical wieder einlesen. Wir haben jetzt hier versucht, dass wir auch diese zwei Bereiche miteinander verbinden, die Mechanik mit der Elektrik, also Elektromechanik, was ja ein großes Thema ist. Und wir haben hier eine Lösung gefunden, wo wir das direkt synchronisieren können, dass die Eigenschaften, die elektrischen Eigenschaften in Autodesk Inventor erscheinen und dass man dann, ohne dass man Export und Import anstattet, hier automatisch die Informationen für ein Routing hat. Schauen wir es uns einfach mal kurz an. Wir haben Elektromechanik, einen neuen Ribbon, neuen Reiter bekommen. Was wir jetzt hier machen, ich lege ein File an. Das soll mein Verbindungsfile letztendlich sein, mit dem ich dann später auch in Electrical sage, was miteinander verbunden sein wird. Das ist meine Basis, auf dem dann alles aufgebaut wird. Dieses File definiere ich irgendwo und verlinke es zu Inventor rein und verlinke es dann später auch in Electrical, im AutoCAD Electrical. Wenn wir hier mal schauen, ich habe hier einen neuen View, ich kann jetzt wirklich sehen, was sind alles für Komponenten drin, was für Elektrokomponenten sind dahinter. Und wir definieren jetzt nochmal, wo wir hier die Verbindung haben für unsere Stecker, für unsere ganzen Informationen. Wir haben dann hier eine schöne Aufgliederung, man sieht hier unten schon Last Sync, also es wurde nicht gesynkt, wir synken jetzt mal. Im Moment haben wir ja noch keine Verbindung zum Electrical rüber, das wollen wir jetzt noch gestalten. Im Elektrik-Bereich, im AutoCAD Electrical, haben wir eine Zeichnung, eine Elektrozeichnung mit unseren Drähten, mit unserem Stromverlauf. Und auch hier wollen wir diese Datei, die wir definiert haben, diese EMX, Electromechanical Exchange Datei, rein verlinken. Das heißt, das ist schon mein Verbindungsstück zwischen Electrical und Inventor. Und habe dann auch genau diese Struktur, wie ich es Inventor gehabt habe, meine ganzen Komponenten mit aufgelistet. Ich sehe auch gleichzeitig, was ist zugewiesen, was nicht, wie zum Beispiel jetzt hier haben wir diese Pumpe, die weist man noch zu, dass es die Komponente sein soll. Wir haben dann auch hier optisch einfach die Informationen in diesem Browser drin, dass wir es jetzt zugewiesen haben. Je nacheinander kann ich da durchgehen und weisen dann die einzelnen Elektrokomponenten, die Informationen, die aus Inventor kommen, weil die Inventor drüben als 3D-Bauteil verbaut wurden und auch hier ist eine 2D, im 2D-Bereich als Schemata bekannt sind, kann ich sie jetzt miteinander verknüpfen. Gut, es sind einige, wo man hier zuweisen kann. Das Lüfter noch kurz. So. Sagen wir, das reicht soweit mal aus, was wir gemacht haben. Ein Connector noch. Dann synken wir. Jetzt synken wir rüber zu Inventor. Er gibt mir die Informationen rüber. Ich hole mir den Sync hier drüben und erkenne auch, was ist zugewiesen, was ist assigned, also was kennt er im Electrical drüben und bekomme hier genauso die Informationen. Bekomme aber auch Informationen, pass auf, da hat es auch Komponenten, die hier im Inventor-Umfeld noch nicht zugewiesen sind. Also es stehen auf jeder Seite Komponenten oder Elemente, die voneinander nichts wissen. Und da habe ich jetzt genauso hier im AutoCAD, im Inventor, in Autodesk Inventor die Möglichkeit, dass ich auch diese Informationen aus dem Electrical auf die Inventor-Komponenten zuweise und kann dann wieder in Sync durchfahren. Also so sieht es letztendlich
aus. Ich muss nicht einmal rausschreiben wieder, sondern diese Electrical-Datei, das ist mein Verbindungsstück, das die Informationen kennt, was ist im zweiten Bereich, im Elektroumfeld da, weiß aber auch genau, was ist im Inventorumfeld mit da, was für Komponenten. Und auf Basis von dieser Datei kann ich jedes Mal den Austausch fahren durch einen Knopfdruck. Er gleicht hier ab. Genauso geht es natürlich, wenn ich komplette neue Geschichten anlege. Hier im Electrical, es kommen neue Komponenten dazu, es wird neu verdrahtet. Wir ziehen jetzt hier die Wires auf, die Verdrahtung. Schauen wir das uns noch schnell an. Verbinden hier runter zu einer anderen Komponente. Zu meinen Pins. Und auch diese Information kann ich synken. Ich schicke sie zu Inventor. Geh nach Inventor und sag, hol mir diese Informationen, guck, ob was Neues da ist. Ich bekomme auch Aussagen, wann das zuletzt stattgefunden hat, dieser Sync, und habe dann die neuesten Informationen von der Seite AutoCAD Electrical drüben. Und wir sehen jetzt hier diese Komponente, die taucht hier auch auf. Wir müssen nochmal editieren, geben wir nochmal andere Namen und definieren, dass sie auch in dem Block drin liegen soll, genau in diesem Bereich, was wir vorher gemacht haben. Und daten nochmal ab. Gut, letztendlich möchte ich Ihnen hier einfach nur kurz aufzeigen, ich klicke ein bisschen vor. Wir können also auch Komponenten, die in 2D erzeugt worden sind oder eingebaut wurden, definiert wurden, rüberholen und drüben in Inventor dann die Verbindung erstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier drin dann mit den neuen Komponenten, die er mir jetzt geholt hat und positioniert hat, kann ich dann neu verkabeln lassen. Kann mein Kabel, meine Drähte hier drin in 3D in Inventor ziehen lassen. Brauche nicht eine Liste, was habe ich da, wo muss ich austauschen, sondern ich kann es direkt über dieses Electrical File synken. Gut, ich denke, das war einfach mal so ein grober Überblick. Wenn Sie hierzu noch Fragen haben, auch da, die Bitte von mir, gehen Sie auf einen Partner zu, die haben auch die Erfahrung, können Ihnen auch eine kleine Präsentation machen oder weitere Informationen zukommen lassen. Was ich nicht ganz außer Acht lassen möchte, ist hier die Vault-Geschichte, also Datenmanagement. Haben wir jetzt hier nicht abgetrennt, sondern Datenmanagement, der Vault selber, kann ja auch mit Electrical und kann mit Inventor. Also auch die Versionierung, Revisionierung, Stückliste und so weiter ist alles über den Vault abgedeckt, wenn wir mit Electrical und Inventor gemeinsam arbeiten. Ein weiterer neuer Bestandteil von Inventor 2016 fällt in den Bereich Advanced Manufacturing. Wir haben hierzu neue Funktionalität in Inventor bekommen im Bereich 3D-Printing. Das ist auch ein großes Thema im Moment draußen. Immer mehr wird auch gedruckt. Es gibt verschiedene Druckmöglichkeiten, Sintos sogar im Metallbereich, Kunststoffdruck. Wir sehen, hier haben wir einige Drucker mit drin. Wir haben unter anderem auch den Spark Ember, das ist unser eigener. Und haben hier Stratasys, den MakerBot, was ja vielleicht bekannt ist. Also es sind verschiedene Drucker mit drin. Hintergrund von dieser neuen Technologie, die wir hier im Inventor mit einbinden, ist sicherlich der Trend, der ins 3D-Drucken geht. Durch diesen Trend sind wir natürlich letztes Jahr auch den Weg gegangen, dass wir eine eigene Plattform geschaffen haben, eine offene Plattform von unserer Seite, um hier sich anzubinden, besser dazu zu programmieren zu können. Also wir haben hier eine Möglichkeit, dass jeder sich wirklich dazu anklingt oder anhängt. Das ist diese Spark-Plattform und wir haben dann im Ende letzten Jahres einen eigenen Drucker mit auf den Markt gebracht, diesen Ember. Deshalb Spark Ember, was wir unten auch gerade gesehen haben. Der Ember selber ist ein 3D-Drucker aus dem Hause Autodesk, der eben mit der Spark-Software im Hintergrund arbeitet. Wir haben da intern selber viele Labore, wo wir auch wirklich diese Sachen versuchen, wo wir Tests fahren, wo wir wirklich die Realität mal prüfen wollen, also Hardware mit Software, wie das letztendlich funktioniert, und haben wirklich dann hier Erfahrungen gesammelt, die wir dann hier in den Inventor auch mit eingebunden haben und dem Kunden dann eine Möglichkeit bieten, dass er bereits im Inventor sein Modell nimmt, das einen Druckbereich reinnimmt. Das ist jetzt mein Drucker, der hat die Größe, also ist ziemlich klein, aber hoch. Man kann lange Sachen drucken, diese Ember. Und man hat hier jetzt das STL-Format dann rausgeschrieben, nachdem man festgestellt hat, okay, passt soweit von der Lage, und kann dann das dementsprechend auf den Drucker schicken.
alles, was wir jetzt hier gemacht haben, die Skalierung haben wir noch gesehen. Also ich kann mit dem Direct Edit draufgehen und kann letztendlich dann auch skalieren. Bringt mir die Möglichkeit, dass ich eben, wird zurückgeschrieben im Featurebaum und bringt mir die Möglichkeit, dass ich jederzeit nochmal draufgehe, mit nochmal dem Druckbereich ändere zum Beispiel oder eine Skalierung nochmal verändere und kann dann das SDL-Format nochmal neu schreiben. Das geht dann auch so weit, dass wir eine Teilung durchführen, weil manche Sachen sind nicht in einem Stück zu drucken, sondern wir können dann auch eine Teilung durchführen, können das Bauteil in zwei Teile setzen und in dem Drucker selber auf den Druckbereich positionieren, wie wir das haben wollen, und dann schreiben wir das SDL-Format raus. Also das ist eine neue Technologie, die ist in Inventor 2016 mit drin und steht Ihnen hier im Zugriff. Eine weitere neue Technologie, die wir hier mit 2016 aufgegriffen haben, geht auch in den Bereich rein, wo wir heute Morgen, oder na, ja, nicht heute Morgen, sondern zu Beginn angesprochen hatten, Connect. Das Connect, wir haben es gesehen, Mechanical mit dem Electrical verbinden, jetzt der Drucker, also wirklich die Fertigung mit dem Software verbinden, aber auch CAD-Daten miteinander zu verbinden. Wir haben ja oft verschiedene Quellen, wo wir die Daten herbekommen, vom Zulieferer, von Konstruktionsbüros. Manche arbeiten dann wieder mit anderen Systemen oder ich habe nur Altdaten liegen. Ich habe somit Native-Daten aus CATIA, NX oder PDC, also aus Simple Engineer, sage ich jetzt mal, oder Creo. Wir haben aber auch Neutralformate wie IGES, STEP und so weiter, die wir weiter verwenden wollen, weil es Kaufteile sind, die ich aber in Inventor drin haben möchte. War bis jetzt kein Thema, konnte ich auch soweit handeln. Ich bin halt hergegangen und habe gesagt, okay, ich lade sie ein, ich lese sie ein, ich importiere sie ein, er legt mir eine neue Datei an, diese Datei kann ich verbauen. Kommt eine neue Version raus, dann musste ich das natürlich von Hand manuell irgendwo aktualisieren, die neue Version einlesen, das andere überschreiben, dass ich wirklich den aktuellen Zustand gehabt habe. Wir wollen jetzt hier mehr Möglichkeiten bieten mit dieser AnyCAD-Thematik. Das heißt für Sie mehr Möglichkeiten, wenn Sie wirklich häufig mit Fremddaten arbeiten und immer wieder aktualisieren sollten, weil die Stände sich ändern, dann haben wir jetzt hier eine Lösung, dass wir sagen, wir linken bloß noch. Also wir lassen das Native-File liegen, das SolidWorks-File liegen, das NX-File so liegen, wie Sie es bekommen haben, oder auch das Step-File, und laden das nicht rein, dass es eine neue Datei wird, sondern wir linken das rein in die Inventor-Baugruppe. Man sieht jetzt dann auch hier, wir haben die Möglichkeit, dann hier ein Update zu fahren. Wir können diesen Link brechen oder auch unterdrücken. Mit dieser engeren Zusammenarbeit ermöglicht Ihnen das viel besser, dass Sie verschiedene Datenformate miteinander verbinden, dass Sie damit arbeiten können. Was wir jetzt hier sehen, links ist in SolidWorks, rechts haben wir den Inventor. Wir haben jetzt ein Blaze Import CAD, das heißt, wir platzieren importiertes CAD-File. Und man sieht jetzt hier ein Fenster, das ist ein neues Fenster, das ist das Import-Fenster. Da haben wir die Möglichkeit zu referenzieren oder zu importieren, das heißt, eine eigene Datei anzulegen. Sie haben genauso immer noch die Auswahl wie früher, sollen nur die Flächen importiert werden oder auch das ganze Volumen. Wenn es mal drin ist, dann erscheint es bereits schon im Baum mit der Struktur, die es in SolidWorks drüben bekommen hat, also die Baugruppenstruktur, genau das gleiche Aussehen. Sie haben alle Teile da genauso im Zugriff, wie Sie es in SolidWorks-Seite haben. Also Sie haben hier wirklich Informationen, was steckt da alles drin in der Baugruppe, das ist nichts Verschmolzenes. Und wenn Sie in SolidWorks eine Änderung jetzt machen, hier haben wir jetzt unten noch zwei Verstärkungen dazu bekommen, Vierkantrohr rein noch, dann gehe ich zurück in den Inventor, habe gerade einen roten Pfeil bekommen, dass es nochmal up to date ist, dass es aktualisiert werden muss, und habe dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich date jetzt ab. Was wir jetzt hier auf der linken Seite im SolidWorks-Bereich sehen, noch eine Änderung, keine geometrische, sondern nur in den Properties, in den Eigenschaften, Farbe, Material und so weiter. Auch das geht direkt durch auf Inventor-Seite, wenn ich ein Update fahre. Also Sie sehen, ich muss hier nicht lang Daten mit auf Platte drauf speichern, mit der Versionierung und so weiter in Vault-Daten mitpflegen, sondern ich habe das Original SolidWorks-File oder das Original NX-File, das ich hier immer liegen habe und wieder aktualisiere. Ich denke, das ist ein recht mächtiges Werkzeug, das wir hier bekommen haben. Und auch aus dem Grund, weil wir im Moment sehr viele Native-Formate unterstützen für diesen Workflow, den wir gerade gesehen haben. Ich lade es rein, assoziativ, das heißt, kommt was Neues, wird es abgedatet. Und man sieht hier hinten noch selektiver Import, da gucken wir nachher gleich noch drauf.
Wenn das kommt, kann ich auch sagen, ich gucke mir mal zuerst die Struktur an, was das alles hat, was da alles drin ist und hole mir dann bloß 5 Teile rein. Also ich kann, bevor ich es überhaupt mal gesehen habe, über diese Import-Funktion schon mal draufschauen und sagen, was ich will und was nicht. Diese Formate werden im Moment unterstützt. Sie sehen jetzt hier unten Step-Itches, ist im Moment noch nicht assoziativ oder auch HTIA-V4, aber da wird gerade sehr stark dran gearbeitet. Also können Sie darauf warten, dass das demnächst mit dabei ist. Hier noch ein Punkt zu diesem selektiven Import, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Die Import-Funktion sieht jetzt in der Art aus, dass Sie wirklich dieses Fenster haben, wie Sie es vielleicht ja, zum Teil gewohnt sind, dass Sie sagen, ich nehme die Oberfläche rein, ich nehme den Solid-Körper ein, wo soll er die Daten ablegen, wenn er es importiert, also wenn er es reinkopiert, eine eigene Datei anlegt. Aber Sie können bereits schon hier oben mit den Bodies, mit dem zweiten Reiter zugreifen auf die Struktur. Und dann sehen Sie genau, welche Bauteile sind in dem NX-File drin oder welche Bauteile sind in dem SolidWorks-File. Und Sie sagen hier, welche Teile er letztendlich reinholen soll. Sie selektieren schon mal vor. Es ist also auch wirklich schön, Sie müssen nicht alles mitnehmen. Kriegen es grafisch auch nochmal angezeigt, was letztendlich da drin steckt in dieser Datei. Nochmal zusammenfassend, das ist ein assoziativer Import für Baugruppen oder Bauteile. Also ich habe es gelinkt, ich hole es mir nicht rein, dass ich eine neue Datei habe, sondern ich nehme das Native-File und link das rein, es kriegt nur die Verbindung. Was auch zu berücksichtigen ist und was nicht außer Acht zu lassen ist, wir haben wirklich eine extreme Verbesserung der Update- und Ladezeiten, weil wir das hier auch mit Multicore dann unterstützen. Ein weiteres Thema, das in den Anycut-Bereich reinfällt, also Daten miteinander zu verbinden, nicht nur mit von fremden Systemen, sondern auch innerhalb von Autodesk-Systemen. Zum Beispiel DBG, wahrscheinlich ein großes Thema, es sind noch viele zweite DBG-Daten, sind da Altdaten, die ich habe. Man hat sie jetzt schon genutzt und hat sie zum Teil in eine Skizze importiert und zum Aufbau vom Modell verwendet oder einfach als ein, ja, versucht, das als Layout zu nehmen, dass ich eine Basis habe, wo ich sehe, wie hat es denn ausgesehen, um ein bisschen was dann rauszugreifen, was ich benötige. War zurzeit oder war bisher immer sehr zeitaufwendig. Sie wissen wahrscheinlich selber, wenn Sie eine Skizze aufgemacht haben, die Daten importiert haben in die Skizze, es hat doch seine Zeit benötigt. Wir haben jetzt eine neue Technologie drin, die DBG Underlay. Das heißt, ich platziere die DBG in die Skizze rein, auch wiederum assoziativ. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich auf AutoCAD-Seite eine Änderung durchführen würde, dann da drückt das durch oder wird es durchgezogen in den Inventor-Bereich. Wenn ich die Daten, die DBG-Daten platziere in die Skizze, dann habe ich Zugriff auf die Layer. Ich kann die Geometrien skizzieren, in der Skizze rein skizzieren, Crossover, das heißt wirklich von dem Teil zum anderen Teil. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, diese Linien, die ich da drin habe, kann ich auch benutzen, um eine Baugruppe aufzubauen. Ich könnte es also wirklich die DBG als Layout reinnehmen und habe dann somit meine Positionspunkte und kann darauf verbauen. Das war ja bisher mit den Linien, die ich in der 2D-Skizze als DBG importiert habe, nicht möglich. Hinzu kommt natürlich jetzt doch das, dass es assoziativ ist, kann ich das natürlich auch jederzeit unterdrücken oder komplett brechen. Ja, habe gerade eben schon gesagt, zum Nutzen, zum Verbauen in der Baugruppe oder auch zum Messen. Wirklich schöne Funktionalität. Ich habe hier noch ein Video, es ist ein bisschen langwierig, aber man sieht es hier schön. Man holt sich das rein, es gibt eine Import-Funktion, dann komme ich auf die DWG, ich habe Zugriff auf die Layer, kann einschalten, was ich benötige, mache eine neue Skizze und holt gezielt die Geos raus oder die Geometrie raus, die ich benötige, die ich haben möchte, außer DWG-Import-Skizze oder Import-Geometrie und nutzt die dann später zum Aufbau meines Bauteils jetzt in diesem Fall. Wenn wir die Linien projiziert haben, gehen wir jetzt hierher und machen Extrude. Das kennen Sie sicherlich, ist aus meiner Sicht nicht ganz so interessant. Wenn wir jetzt hier weitergehen, klar, ich kann das dann auf die Seite noch projizieren, die Seitenansichten, positionieren und so weiter und habe dann irgendwann mal mein 3D-Modell aufgrund dieser 2D-Geometrien, die ich aus der DWG über ein Underlay reingeholt habe in meine Skizze und assoziativ sind. Und da kommt jetzt genau diese Verbindung zum Tragen, wenn ich jetzt wirklich in AutoCAD drüben eine Änderung durchfahre und dort ändere, dann geht es natürlich durch auf die Inventor-Datei. Das heißt, auch hier wird diese Änderungen durchgeführt und die Datei wird aktualisiert. Also mit DWG umgehen können wir jetzt seit 2016 doch ein bisschen einfacher und besser
und Performanter und da bin ich eigentlich sehr glücklich drüber. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, es war einiges Interessantes für Sie dabei. Also wir haben viele Sachen gehabt, es sind Workflows überarbeitet worden, es sind neue Funktionen dazugekommen, es sind sehr viele Kundenrückmeldungen mit eingeflossen. Es sind ganz neue Workflows definiert worden, wie diese Anycart oder Mechanik, also Elektromechanik letztendlich, diese 3D-Printer. Also sehr, sehr umfangreich, das 2016er Produkt. Und wenn Sie hierzu noch Fragen haben, ja, Sie wissen es, ich habe es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, wenn Sie gehen einfach auf Ihren Partner zu, auch die haben die Informationen, was in den neuen Software drin ist und dann können Sie hier auch eine kleine Präsentation oder weiteres Infomaterial erhalten. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war wertvoll für Sie, diese knappe Stunde und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Tschüss!